Benigni jubiliert bei der Oscar-Verleihung. Das Leben ist wunderbar und schön. Das Leben ist wunderbar und überraschend schön. Das Wiederkehrsprinzip will Gestalten herausselektieren, die es trotz alledem, trotz alles Entsetzens, nun dennoch erst recht anpacken und jubilierend ausrufen, ach wie schön. Aber nicht, wenn sie nur so tun, sondern dass sie es wirklich so empfinden, wenn sie lange genug durch die Mangel gezogen wurden. Die Verunwirklichung, die Polarisierung der Welt in eine himmlische und höllische gäbe es nicht, wenn es nicht jenes himmlisch-höllisch Allerheiligste in den Frauen gäbe, das auch für sie jenseits liegt aller Vorstellung, aber nicht Empfindung und Erfüllung. Das auch für sie selbst einen mythischen Ort darstellt, an dem die wenigsten ankommen in ihren Exerzitien, in ihren seriellen Exerzitien. Noch hinter ihren vorderen und hinteren Geschlechtungsschläuchen liegt noch hinter dem Abaton jenes Eucherontismische, die das Protum Pseudos im Infans als Urkastration und Versinken aller Realität auslösen, sobald das Kleinkind das Begehren der Mutter erkennt, dass diese durch die besprochenen drei Begehren Attraktionen vollständig okkupieren sich lässt, weit jenseits davon, dass das Infans die vollkommene Erfüllung, Ausfüllung oder Erlösung sein könnte. Das Infans selbst ist in ganzer Körpergestalt nicht der Phallus, der das Begehren der Mutter erfüllen könnte. Aber auch der Vater ist nicht der Phallus, sondern nur das groß andere, das große Viech. Beziehungsweise nicht mal das große Viech, sondern nur das, was dieses in den hinteren Eucherontismen auszulösen vermag. Ohne diese Spaltverunwirklichung, ohne die Mytheme der Liebe, die den Männlichen implantiert werden, wäre das Reale der Körpergestalten, nämlich das Reale der Körper, ungespalten und heil. Es benötigte zumindest nichts anderes außer dem eigenen. Und auch die Sensiblen, diesen espenlaubigen, von Erregung zitternden, würden ohne die Mytheme der Ergänzungs-, Verstopselungs-, Liebesattraktionen ganz und heil und unbedürftig des anderen sein. Aber nun machen sie erneut allteilig heile, indem sie einfach das Mangelloch durch die Mangelzentrifugen wieder aufheben. Das heißt, sie negativieren die Negation, sie heben den Mangel durch die Mangelwaschzentrifuge auf und positivieren damit eine Welt, in die ein Spalt, Kluft, Abgrund geschlagen wurde. Sie heilen alltäglich die Welt erneut wieder.